wir befragen mal Pepe, das Fußballorakel. Hier, Heimsieg, da, Auswärtssieg. Welches Leckerli schnappt er sich? Wir gucken. Pepe? Du darfst. Oh nein. Oh Mann. Pepe, aber warum gewinnt Hannover denn? Warum? Oh nein, warum? Aber gut, dann ist das Sportliche ja schon mal geklärt. Aber Kiel trifft auch. Aber wahrscheinlich zu spät. Verdammt. Aber es gibt ja auch noch andere interessante Dinge an diesem Spieltag. Denn es ist auch Weihnachten. Deswegen gibt es hier die, warum haben wir eine Windmühle, ich weiß nicht. Aber es ist ein kleiner Weihnachtsmarkt. Hier trinken wir gleich noch ein bisschen was. Morgen treffen sich hier die Holstein-Fans, dann wird es hier richtig voll. Da sind wir aber nochmal und zeige ich euch auch mal die anderen. Es gibt nämlich, glaube ich, 5 Weihnachtsmärkte in Kiel. Also, letzter Spieltag vor Weihnachten. Let's go. Und auch rein sportlich ist es ein ganz besonderes Spiel, denn Holstein wird, egal was gleich passiert, auf jeden Fall auf einem direkten Aufstiegsplatz überwintern. Verrückt. Beim knappen 1:0 in Düsseldorf war es der 4. Sieg in Folge. Also heute kann der 5. Pflichtspielsieg in Folge geholt werden. Das wäre natürlich richtig gut. Auch 4 sind schon gut. Man muss ja sagen, bei Holstein davor in der Saison war es eher so, du gewinnst 1-2 Spiele und dann kommt 1, wo du unnötig irgendwie verlierst oder so. Die 2. Liga ist nun mal sehr eng. Und jetzt aber haben sie es mal geschafft, auch knappe Spiele zu gewinnen. Also es sieht einfach richtig gut aus. Es macht einfach richtig Spaß, Holstein-Fan zu sein. Und die Gäste aus Hannover, muss man sagen, in letzter Zeit ein bisschen zu viel unentschieden. Sind abgerutscht auf Platz 7, müssen auch auf Cedric Teuchert verzichten. Könnte sein, dass der heute wieder spielt. Ach, Holsteins Höhenflug geht natürlich auch an Fußball Deutschland nicht komplett vorbei. Der Kicker hat hier einen riesen Artikel über Marcel Rapp und seine Arbeit gemacht. Aber man muss auch sagen, was Holstein geschaffen hat mit nach diesem riesen Umbruch im Sommer, wie die Mannschaft zusammengewachsen ist, wie sich Spieler wie Rothe, wie kleine Beke. Ja, ich bin so froh, dass ich mir ein Trikot von dem geholt habe. Schon vor der Saison möchte ich nochmal anmerken, ich habe den Jungen gesehen und gedacht, der wird richtig gut. Jetzt ist er Stamm-Innenverteidiger und einer der besten in der 2. Liga. Ein Holpi, der nochmal richtig aufblüht, seinen 2., 3., 4. Frühling erlebt. Also was diese Mannschaft geleistet hat jetzt schon, ist einfach richtig schön. Und Kiel auch. Das Wetter ist beschissen, aber hier schön am Wasser. Kiel hat schon auch seine schönen Ecken. Genau hier habe ich übrigens eins meiner ersten Insta-Bilder, als ich so meine kleine Fotograf- und Modelphase hatte. Könnt ihr mal reinschreiben, wer da vielleicht schon dabei war. Dieses Bild hier, ich füge es mal ein, ist genau hier entstanden vor 6 Jahren oder 7 Jahren. Und auch die Bauunternehmer im Land wissen, was richtig ist. Und dann gab es ja am Montagabend auch noch die Abstimmung der Vereine der DFL über einen möglichen Investoreneinstieg in eben diese. Und Hannover 96 und Holstein Kiel haben beide sehr zum Ärger der Fans für einen Einstieg der Investoren gestimmt. Bei Holstein gibt es ja schon länger Stress zwischen den Ultras und dem Vorstand oder den aktiven Fans und dem Vorstand. Das ist natürlich durch diese Aktion jetzt nicht besser geworden. Man muss aber auch ehrlich sagen, Steffen Schneekloth, Kiels Präsident, ist Vizesprecher der DFL. Dass der für den DFL-Vorschlag stimmt, das ist leider nicht überraschend. Auch wenn die meisten Mitglieder und damit der Verein anderer Meinung gewesen wäre. Und noch krasser ist es bei Hannover. Denn dort hat der hannoversche Sportverein von 1896 e.V., also der eingetragene Verein, deren Mitglieder, deren Präsidium, deren Vorstand, haben dagegen gestimmt. Und eine Stimme, ihr erinnert euch, eine Stimme hätte das ganze Urteil gekippt. Ja, es ist an einer Stimme gescheitert. Hannover-Chef Martin Kinn hat aber, weil der ist ja bekanntlich für solche Sachen auch gegen 50+1 und sowas, und der hat einfach alleine eigensinnig mit Ja gestimmt. Gegen den Verein. Juristisch ist Hannover da leider machtlos, aber das hat natürlich nochmal richtig, richtig viel Pulver in dieses eh schon fast überkochende Pulverfass Hannover 96 gegen Martin Kind, also Fans von Hannover gegen Martin Kind gefordert. Kind muss weg, den Spruch gibt es schon seit Jahren. Ich glaube, da wird Hannover heute was. Ja, die werden das nicht unkommentiert stehen lassen, sag ich mal. Seit gestern, seit dem Freitagsspielen, wissen wir, alle deutschen Fanszenen oder fast alle verzichten die ersten 12 Minuten auf Support, machen 12 Minuten stillen Protest. Danach, wir haben es gestern schon bei Paderborn Rostock gesehen, manche melden sich dann zu Wort. Ich bin sehr gespannt, wie es heute wird. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ruhig wird. Und gerade bei Hannover, also es wird in beiden Fankurven, glaube ich, ordentlich Spannung geben, aber ich glaube, gerade bei den Hannover-Fans, da wird's richtig wild. Und noch eine Sache ist neu, und zwar, ihr seht's jetzt, es ist nämlich schon dunkel, man sieht mich fast gar nicht mehr, aber ihr seht, das ist nicht das Holstein-Outfit, ist auch kein Schal dabei, das hat einen Grund, wir gehen nämlich noch gar nicht zum Stadion, denn es ist das erste Samstagabend-Topspiel seit über 2 Jahren für Holstein, ja, das Spiel ist erst um 20.30 Uhr, jetzt ist es irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Stunden vorher, das heißt, wir fahren jetzt, wie angekündigt, nochmal zum Weihnachtsmarkt, dann geht's nochmal ganz kurz nach Hause, Schal holen und fertig machen und dann geht's erst zum Stadion, aber jetzt erstmal Kieler Weihnachtsmärkte. Das hier ist ein weiterer Weihnachtsmarkt, aber man sieht leider nicht so viel. So erkennt man ein bisschen mehr. So, hier ist noch ein weiterer, aber hier gehen wir auch nicht hin.
werden immer so Lebkuchenhäuser ausgestellt. Ich glaube, man kann da sich bewerben und die besten von allen möglichen Kindern werden dann die besten hier ausgestellt. Guck mal, das ist auch hier zweistöckig und so. Schon ganz cool hier, eine ganze Familie. Sehr kreativ. Und hier beim Kieler Weihnachtsdorf direkt am Rathaus. Nehmen wir mal, das ist der Turm gar nicht, da hinten ist der Rathausturm. Und hier werden wir jetzt noch eine Kleinigkeit essen und dann geht's zum Stadion. So, wir gönnen uns jetzt hier so schön Langosch, das ist so ungarisches Brot mit ja, so Frischkäse und dann noch so anderen Sachen belegt. Sieht ganz cool aus. Da wird schön frisch zubereitet. So sieht das Ganze aus. Ja, bin mal gespannt, wie es schmeckt. Geschmackstest wird gleich. Aber was geht denn bei City ab? Wird Arsenal doch mal Meister oder doch wer anders? Oder Aston Villa? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, ich muss sagen, habe alles noch im Bad. Ist okay, ist jetzt nicht so mein Lieblingsessen, glaube ich. Aber schön ist es hier. Und dann nochmal eine Rathaustour, damit ihr auch wisst, wo wir waren. War doch ganz okay. Ist nicht mein Lieblingsessen, aber so, jetzt schnell irgendein Bus und dann erstmal kurz nach Hause nochmal umziehen, Schal holen und ab zum Stadion. So, Schal geholt und Oldschool-Trikot an, ab geht's. So, auf dem Weg hier schon viel Polizei. Es kann gut sein, dass ein paar Braunschweiger sich unter die Kieler mischen. Da gibt's ja wohl befreundete Fangruppen und die mögen Hannover nicht, bekanntlicherweise. Ich habe auch gehört, dass angeblich Hamburger in den Hannover-Block kommen, aber da Hamburg gerade ja erst in Nürnberg gespielt hat. Nürnberg-Kiel ist eine ganz schön weite Reise, das weiß ich nicht, ob das stimmt. Letztes Mal dieses Jahr ins Wohnzimmer. Beide Mannschaften machen sich schon warm, natürlich. Hannover bereitet die Botschaft vor, nichts Überraschendes. Und bei Hannover, Phil Neumann, der ehemalige Kieler, zum ersten Mal zurück im Holsteinstadion, ist mit einigen Spielern noch sehr, sehr gut befreundet, hat hier noch Verwandtschaft, hat seine Verlobte hier kennengelernt, also der für den auch ein ganz, ganz besonderes Spiel heute. Und ich hab Bock. Hier nochmal die Ausländigkeit, die erste Hymne. Ich denke mal, der Sitzplatz, Gästeblockteil, ich denke mal, der wird auch noch voll. Würde mich sehr überraschen, wenn Hannover das Kontingent nicht ausgenutzt wurde. Heute natürlich auch Topspiel, also da ein Fernsehteam. Und hier an der Eckfahne auch noch ein Sky und Sport 1 überträgt auf live im Free TV. Also so viele Zuschauer, wie es sonst selten gibt für Kiel. Kleine Wickel. Also Skripski mit muskulären Problemen, nicht im Kader. Teuchert bei Hannover erstmal auf der Bank. Ab, vorne drin. Die kommen da jetzt erst. Also Holstein ohne große Überraschung, aber halt ohne Skripski, verletzungsbedingt. Hannover Teuchert erstmal auf der Bank. Ahoi! 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 Kein anderer Verein. Nur Holstein neben den Korb, Jungs. Vielleicht erstmal leise sein für 12 Minuten. Deswegen jetzt noch mal ein bisschen. Mein Tipp heute übrigens 2-2, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, wir lassen mal wieder Punkte liegen. Ich hoffe auf ein so 2-1, aber realistischer Tipp, 2-2 heute, Punkteteilung. So, die Mannschaft kommt rein. Wie gesagt, beide Fans, wir sind kein Teil eures Deals, scheiß DFL. Und bei Kiel, das leichte bloß in Rot. Und die Mannschaft kommt rein. Und es bleibt ruhig in den aktiven Kurven. Kiel natürlich zu Hause in Blau-Weiß-Rot, Hannover in Grün-Schwarz-Grün mit schwarz-grün gestreiften Trikots, sieht ganz cool aus. Flutlicht, Primetime, Bock auf ein richtig gutes Fußballspiel und ab der 12 Minuten hoffentlich auch gute Stimmung auf den Rängen. Und vielleicht die ein oder andere Protestaktion. Okay, es gibt doch nochmal Applaus, aber das Spiel hat noch nicht angefangen, also der Protest auch noch nicht. Kiel zuerst auf die eigenen Fans, also Hannover hat wohl die Platzwahl gewonnen. Also die Seitenwahl. Auch da drüben wird es nochmal laut. Komm Holstein, mach den ersten Schritt zur Herbstmeisterschaft. So, der Ball rollt, komm Holstein. Jetzt bin ich auch leise. Geisterstimmung heute hier erstmal 12 Minuten lang. Aber vielleicht fällt ja schon Tor. So, erstes Mal Hannover. Oh, sah gar nicht schlecht aus. Ein leichtes Raunen, aber es wirkt gespenstisch. Ohne Fans ist Fußball eben nix. Hat das so ein Pandemiefußball, muss man ganz klar sagen, hier nach 5 Minuten. Aber er ist auch auf dem Rasen, bis auf die Chance von Schütter noch nichts passiert. Der spielt heute übrigens für Pichler von Anfang an, der glaube ich immer noch leicht angeschlagen ist. Also das Spiel ist ja ausgeglichen. Hannover macht auch durchaus was nach vorne, aber das war ja auch nicht anders zu erwarten.
Ja, Hannover kommt langsam. Oh, frohes neues Jahr. Die schmeißen was da hinten. Eine falsche DFL-Fahne. Ich denke mal, das Spiel wird gleich unterbrochen. Ich weiß nicht, könnten auch Schokotaler sein wie in anderen Stadien. Schiri juckt es erstmal nicht, aber. Jetzt hat er es doch mitbekommen. Klar, ich denke, es sind Schokotaler. Beide Fanlager auch mal einig. Aber so laut kann ein Stadion sein. Und ich kann es nur zustimmen. Ich kann nur zustimmen. Der Ball rollt. Na gut, jetzt rollt er gerade nicht, aber das Spiel geht weiter. Mal sehen, welche und ob noch Protest, Formen des Protests kommen. Das sieht schon mal ganz interessant aus da drunter. Einfach schwarz. Bei Hannover erwarte ich eigentlich auch noch was gegen Martin Kind, den Clubchef. Mal sehen. Und Kiel, also noch auch kein Support wieder aufgenommen. Ah, ey, ich hab's doch gerade angesprochen. Da ist es ja. Viele Flanken, wenig Ertrag, aber auch nach knapp 20 Minuten immer noch kein Support auf beiden Seiten, aber vielleicht jetzt das Tor. Peter Arp seit Wochen in guter Form und Kiel seit langer, langer Zeit wieder im Angriff. Hey, das Elfmeter, glaube ich. Jawohl. Effektivität, Jungs, Effektivität. Jawohl. Oh, wie du es ist. Ja, so eine Scheiße. Die DFL macht halt nur Scheiße. Egal, falls es Elfmeter gibt, Skripski, der etatmäßige Schütze, ja nicht im Kader. Deswegen hat Schuto sich jetzt die Kugel geschnappt. Und das sieht auch nach Elfmeter aus. Komm, Junge. Komm. Komm, Schuto, Junge. Oh, ist immer noch nicht durch, oder was? Junge, okay. Also, aber falls es Elfmeter gibt, dann schießt Schuto auch gegen einen amtierenden Weltmeister mit Deutschland, mit Zieler. Also jetzt auch kein leichter Gegner. Es nimmt halt wirklich jede Emotionalität aus dem Sport. Ne? Also jetzt zum Beispiel Torlinientechnik wird zur Saison eingeführt, finde ich sinnvoll. Das geht schnell, der Schiri guckt einmal auf seine Uhr, sagt Tor oder nicht Tor, fertig. Und solche Fehler kannst du halt einfach und schnell dadurch ausbessern. Aber diese 80 Minuten Unterbrechung, das ist halt einfach dumm. Das ist halt einfach dumm. Und jetzt guckt er sich es an, es geht um Abseits im Vorfeld und immer wenn ihr es anguckt, ihr wisst es, dann gibt es auch keine Elfmeter. Also ganz komisches Fußballspiel bisher. Und Case the Priest natürlich dann Abseits, also Ballbesitz Hannover. Ach man, was ist denn hier los? Ja! Jawohl! Erster, zweiter richtiger Angriff nach langer Zeit. Ahoi! Ahoi! Jawohl! Sehr schön! Effektivität ist auch mal wichtig. Aber trotzdem interessant, nach knapp einer halben Stunde immer noch kein Support. Direkt nächster Angriff. Komm, Louis, mach mal ein zweites. Ab. Ja! Ja, Mann! Ja! Das ist mal ein Doppelschlag! Jawohl! Da haben die ja komplett geschlafen und Fiete macht das Tor. Junge, geil! Geil! Sowas habe ich Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das war wirklich direkt Anschluss.
am Anschlusspunkt den Ball erobert, durchgelaufen, 2-0 gemacht. Perfekt. Schön, Schuto. Ach komm, das ist Herr Schiedsrichter, Herr Schiedsrichter, Herr Schiedsrichter. Das ist doch kein Foul. Weiß ich nicht, hoffe, das reicht nicht. Extrem viel hier über die rechte Seite, linke Seite von Hannover mit der Nummer 18. Das ist das Köln, ja, ich glaube schon, extrem viel Action. Hannover hat weiter mehr vom Spiel und man muss ja aufpassen, denn die, wie gesagt, die haben ja schon zweimal in den letzten Wochen, also 2-2 haben sie irgendwie oft gespielt und 2-0 haben sie schon, 2-0 Rückstand haben sie schon des Öfteren aufgeholt dieses Jahr, also immer aufpassen. Auch im ersten Spiel gegen Elversberg lagen sie auch 2-0 hinten, haben auch 2-2 gespielt, also durch ist hier absolut auch gar nichts. Vor allem Hannover, ehrlicherweise die bessere Mannschaft ist bis zu diesem Punkt. Und die nächste Ecke, die nächste Ungefahr. Oh, Junge, Junge, Junge. Wehe. Also das wäre so der unnötigste Handelfmeter aller Zeiten. So, gleich Halbzeit. Wie hört es? Immer noch nichts. Können wir vorstellen, vielleicht haben sich beide Vereine drauf geeinigt. Das ist ja das Spiel, was live im Freiempfang beim Fernsehen auf Sport 1 übertragen wird. Vielleicht deswegen möglichst größte Bühne dieses Wochenende. Vielleicht deswegen einfach mal zeigen, hier 90 Minuten Geisterspiel oder zumindest 45. Mal sehen, ob es noch ein bisschen rund geht in der zweiten Halbzeit. Jetzt einfach wieder Kiel im Angriff. Und das dritte. Jawohl. Über außen, Ball in die Mitte, Tor. Ich habe nicht genau gesehen, wer es war. 45. Spielminute. Tor für Holstein. Kiel. Tor für Holstein. Kiel. Das ist die Effektivität einer Spitzenmannschaft. Jawohl, Jungs. Sehr, sehr geil. Du brauchst nicht viele Chancen, du musst auch nicht mal eine bessere Mannschaft sein. Du musst einfach nur die Tore schießen im Fußball. Und jetzt kommt der Videobeweis. Jetzt erst. Jetzt erst. Hey, das Tor zählt mal. 3-0, das ist natürlich jetzt sehr wichtig. Drei Tore aufholen ist schon eine richtige Aufgabe. Hannover spielt nicht schlecht, aber schießt bisher keine Tore. Halbzeit 3-0 und kein Support. Ah, jetzt Abpfiff. Jetzt wird wieder HSV supported hier. So, die Banner werden entfernt bei Kiel auch. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit gibt es Support. Und was das ist, ich will da jetzt nicht so hinfilmen, ne? Das ist ja kontraproduktiv. Aber was das bedeutet, wisst ihr, glaube ich, auch. Gleich geht's weiter und ihr seht schon. Mit Stimmung. Und ihr hört vor allem auch mit Stimmung. Der Ball rollt und die Stimmung ist da und grün, Pyro bei Hannover, ich glaube bei Kiel kommt auch noch was. Los geht's und das ist auch, so soll es auch sein. Also DFL macht doch durch so eine scheiß Entscheidung nicht alles kaputt. Schick. Und da drüben Kiel auch wieder am Sport. Vor Deutschland, Kiel. Ja, geil. Aber so ist, das ist doch Top-Spielstimmung. Ui. Ja, voll. Das ist doch wirklich so würdig. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Das geil aus. Des Weiteren schadet ihr unserem Verein, den eine Strafe vom DFB trägt. Jetzt noch den Sieg, das 3-0 runterspielen. Und wir haben hier einen richtig schönen Abend erlebt. Und hier in Kiel muss man auch nie Angst haben vor langen Spielunterbrechungen. Es ist immer so windig. Guck mal, ihr seht das. Der ganze Rauch ist schon weggezogen. 96 hat noch ein bisschen was. Haben sie auch auf dem Rasen noch ein bisschen was entgegenzusetzen? Das ist die Frage. Oder macht Kiel hier gleich mal den Deckel drauf? Vor uns. Sieht schon gut aus, auch mit den Schals, den Weißen, einheitlich. Ja, das ist doch jetzt hier die Stimmung, die wir haben wollen. Da wird gesungen, da wird gezündet und gesungen. Sehr schön. Kiel! 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 Oh, Hannover macht mobil. Kiel! Geile Stimmung da drüben. Bitte unterlasst das Abwenden von Feuerwerkskörpern. Sehr schön. Ihr
Ecke Holtby macht das Vierte auch mal sportlich hier in die zweite Halbzeit reingehen. Es sind schon 62 Minuten gespielt, aber irgendwie Hannover hatte relativ viel den Ball, ohne gefährlich zu werden. Kiel ein paar Konter, die aber auch nicht so wirklich gefährlich wurden. Also jetzt vielleicht dann drüben wie die Pyro weiter. Komm, Jock. Kurze Variante auf Sander. Schuto. Egal, war volles Risiko. Ist okay. Und da drüben sieht es so schön aus. Nächste Ecke. Und rot. Schade. Ja doch! Hey. Mann, Mensch, ich habe so viel Ahnung. Ich hatte es gar nicht auf dem Zettel, aber gelb-rot für, keine Ahnung, die 13, glaube ich. Holstein! Nächste Ecke, neuer Versuch, diesmal direkt auf den Torwart. Jawohl! Kurzverwirrung, Hannover jetzt nur noch zu 10 und das vierte Tor. Keine Ahnung, ob die Ecke direkt war. Egal! Tor für Holstein! Yeah. Tor für Holstein! Yeah. Neuer Spielstand, Holstein, 4, Hannover 96, Kiel, Ahoi, Kiel, Ahoi, Ahoi, ist das eine geile Gala heute. Und natürlich erstmal wieder 5 Minuten Videobeweis. Das war auch nicht übertrieben, also es sind wirklich 5 Minuten. Und jetzt geht er sich das angucken, also sorry, aber das ist so bescheuert. Ach, es ist so ermüdend, es ist einfach ermüdend. Dann pfeift halt faul oder pfeift halt nicht, aber es schockt einfach nicht. Ich meine, das ist ja nichts Neues leider, aber das ist doch dumm. So kann man die Wartezeit irgendwie ein bisschen zu einer Pyro begleiten. Es ist so dämlich. Vor allem, Junge, was kann denn da so lange dauern? Entweder das ist ein Foul am Torwart oder das ist kein Foul am Torwart. Ich bin selbst Torwart. Kann gut sein, dass es faul war. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Kann gut sein, aber dann pfeifen wir einfach faul, gibt Freistoß und lass uns weiterspielen. Ja, jetzt war es abseits oder so. Ja, wie kann denn bei einer Ecke abseits sein, Herr Schiedsrichter? Oder? Er hat doch abseits gepfiffen. Egal, ich will mich da jetzt auch nicht drauf aufregen. Steht 3-0. Alles gut. Noch 20 Minuten oder 25. Da gibt es noch ein bisschen Pyro zum Bestaunen. Ich habe einen schönen Abend. Ich lasse mich jetzt vom Videobeweis nicht aufregen. Und noch ein bisschen mehr Pyro. Ja, das sieht schon gut aus. Der ganze Block macht mit. Aber auf dem Rasen, die Spieler machen nicht so wie die mit. Spielzimmer. Wenn man das schon mal singen kann, kann man ja nicht so oft als Kieler. Dann muss man es auch genießen. Spielzimmer. Zumindest bis St. Pauli morgen spielen. Und vielleicht gibt Wiesbaden ja Schützenhilfe und überwintern tatsächlich als Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Wäre das nicht ein schönes Weihnachtsgeschenk? Ja. Eine freche Idee. Man muss auch bedenken, dieser Mannschaft fehlen mit Skripski und Bichler noch die beiden besten Torschützen. Hinten mit Eras, Iwitsch und kleine Birke stehen sie so sicher und vorne. Irgendeiner schießt immer die Tore. Also Holstein macht wirklich, wirklich Spaß. Hut ab nochmal an Marcel Rapp für die Leistung und sein ganzes Trainerteam. Okay, jetzt die letzten Minuten mit viel Ballbesitz und absolut im Verwaltungsmodus. Ist ja wirklich eine der passsichersten Mannschaften der zweiten Liga. Nochmal auszeichnen hier kurz vor Schluss. Videozorn, den musst du machen, auch für Selbstbewusstsein. Und was man natürlich, es ist nicht überraschend, dass jeder wusste es, aber es hat nochmal bewiesen. Fußball mit aktiven Fans, das ist einfach so viel geiler. Das war's. Zumindest für eine Nacht Spitzenreiter. Ja, ich möchte nochmal bedanken. Man muss auch sagen, an uns Hut ab. Durchgehend, also zweite Halbzeit halt nur, aber durchgehend in dieser Lautstärke mit allem supportet.
dabei auf der Fahne da noch eine wichtige Botschaft. Also war ein stabiler Auswärtssupport, das muss man anerkennen. Und da wird gefeiert, und zwar zu Recht. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Junge, ist das schön. Hier lassen sich die Kieler nochmal feiern, aber Holstein-Fans, warum sind hier schon vorweg? Das geht nicht. Sehr schön. Spitzenreiter. Sehr schön. Ist einfach eine geile Truppe. Es ist einfach eine geile Truppe. Aber Spitzenreiter, hey. Hey. Boah, sind das geile Bilder. Vor keine Ahnung, 10 Jahren haben wir noch gegen Hannover 2 Bier gespielt und jetzt stehen wir hier als Erste in der zweiten Liga. Die Ecke gehört übrigens 2, das heißt 250 Euro von der Kieler Volksbank. Eigentlich fast schade, dass jetzt Winterpause ist. Die Mannschaft macht gerade so viel Spaß. Aber auf meinem Kanal geht's weiter, also lasst gerne ein Abo da. Sehr geil. Einfach eine Einheit hier, die Betreuer und so, Mannschaft und Fans, so wie es sein soll. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.